Hallihallo, meine lieben Freunde. Hallihallo. Herzlich willkommen hier bei Let's Utgard. Wir sind immer noch zugange am Leveln der. Was sind das eigentlich? Stein-Schiris? Ne, Rock-Schiris. Ja, Felsen-Schiris sozusagen. Felsen-Schiris. Man könnte denken, wir wären in Honolulu oder Hawaii, so wie du gerade gesprochen hast. Aber nein, sind wir nicht. So, Ja, altbewährtes wir können ja Spiel. die nächste Anmoderation machst du dann wieder. Warum? Nein. So, nehmen wir den oder was Ja, ist? gerne. Dann, Kilmer, du bist auch ready. Ja. Okay, ich metze und er resistet und kommen zwei. Und, okay. Den anderen ein bisschen weiter nach hinten. Oh, und Endo anschmeißen wäre auch eine gute Idee. Okay, der ist Ora, den kriegen wir relativ easy. Zack, da ist er auch schon kaputt. Der zweite wird wahrscheinlich wieder etwas stabiler gebaut sein. Wobei geht, er macht nicht so viel Schaden. Da waren einige dabei, die haben ja mit einem Schlag Kilmore quasi 20% abgezogen. Da ging es dann relativ zügig nach unten mit den Trefferpunkten. Aber der ist ja relativ harmlos. Ich sollte nicht immer relativ sagen. Das Wort ist relativ einfach zu vermeiden. Durch ziemlich. Da könntest du ziemlich relativ recht haben. Was für eine schöne Musik, was für eine schöne Landschaft, was für eine wunderbare Kleiderfarbe. Irgendeiner war doch grün gekleidet. Warum sehe ich gar keinen grünen? Ah, Hier. ja, grün. Und Meine Güte. Talarian war sogar, glaube ich, komplett grün. Ja. Ziemlich relativ grün. Ach ja, ohne Talarian ist es schwieriger. Wir wären bestimmt schon zwei, drei Bubbles weiter. Hast du gehört, Talarian? Es ist alles deine Schuld. Jawohl. So, ich nehme mal jetzt Aber auch. einen von der anderen Seite, einfach nur um es mal ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten. Der scheint alleine zu kommen. Ja, dann. Okay, hole ich dich gleich mal wieder raus. So. Kilmore, wir haben hier Arbeit. Wunderbar. Der Kilmore, der hat's drauf. Den Boah, kann man jetzt sich knallt das aber verlassen. richtig hier. Und schon geplatzt. Nicht Die schlecht, droppt man nicht aber schlecht. wirklich relativ viel, ne? Bag of Coins, Stone, Chest, Silver. Ich habe noch kein Stück gekriegt. Echt? Nicht mal ein Stein? Mann, stark. Komm her, Brause, hier, ich geb dir einen Stein. Ach nein, will ich Jetzt nicht mal zum haben. Stein erweichen. Will ich nicht haben. Jetzt nimm Weg ihn. damit. Boah. Das ist ja Ich glaube, stolz. Kilmore kann gleich ein Level-Up erleben. Das ist so meine Prognose. Das wäre ja schön. Und Ja. meistens liegst du mit deinen Prognosen ja auch richtig. Sind immer noch 3,4. Immer noch. Waren das nicht vorhin nur noch drei? Ja, so vor anderthalb Bubbles oder so. Ja, hast du gesagt, es fehlen noch drei? Da habe ich gesagt, ich habe 6,9 voll. Ja, und das würde ja heißen, es haben Ah, noch dann habe ich mich gerade 3,1. vertan. Sorry. Ach so, okay. Kein Ding. So, ich nehme wieder von links. Ne, pass auf, ich probiere mal hier die hinterm Baum stehende. Die hatten wir noch nie. Ja, Die ist sehr gute bestimmt Idee. besonders lecker. Hier ist der Feldherrenhügel, und damit ihr es wisst.
Die haben aber auch eine große Reichweite. Oh, davor hatte ich Angst. Jetzt haben wir zwei gleichzeitig. Willst du mal dein Pet auf einen von den beiden schicken? Und zwar auf den anderen, den nicht Killmore haut. Sehr schön, danke sehr. Ich hier. Killmore? Ja. Was? Danke. Jetzt habe ich gleich die Aggro wieder. Pass auf. Doch nicht. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal rein. Die stehen eh so dicht. Ja, bomb mal einfach alles weg hier. Hey! Ah! Deine Vermutung war schon ganz richtig, nur die Person war falsch. Brause, genau. Ja, der hat auch nichts verraten. Der sneaky kleine Brause. Mit dieser 15, das ist doch was. Hey! Ja, guck doch mal nach, was das so gegeben. Vielleicht hast du ja einen schönen neuen Zauber. Du könntest jetzt auch mit uns ins BG. Anders als Talarian. Das war auch eine traurige Geschichte, ja. Ja, das war wirklich verrückt. Stehen wir so voll begeistert da auf der Plattform. Hierher gelassen, hier, es geht los. Hui! Und Talarian so... Habt ihr auch alle eure... Jungs? Nein, doch nicht so. Boah. Ja, ja. Aber ich habe da echt nicht dran gedacht. Ich hatte Talarians Level auch nicht so richtig irgendwie im Auge. Ja, die hat sich sehr gut gehalten. So, komm hier, der da vorne, der ist gerade alleine gekommen. Dann machen wir den nochmal. Ich habe auch nichts gekriegt. Oh, der kommt doch nicht alleine, verdammt. Oh, bitte jetzt nicht. Nein, 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 nein. Wenn der jetzt... Okay, das war knapp, sonst hätte ich gesagt, wir laufen. Aber so müsste es eigentlich passen. Der zaubert, der zaubert. Ja, lass ihn zaubern, lass ihn rankommen. So, du musst sie ein bisschen von dem anderen wegziehen, damit die Bomben da auch ordentlich loslegen können. Ist natürlich nicht ganz easy. Mit jetzt Bomben. Hier, ich hab ihn für euch. Sehr schön. Da kommt der andere. Ja, der lässt sich nicht irren. So, jetzt aber. Mach mal wieder Mana an, weil ich habe schon viel verbraucht. Ist ja nett, Pet, dass du ausgerechnet jetzt deinen Buff verteilst, aber... Oh, Brause. Oh! Oh, Gallia. Oh! Oh! Ein Schnellzauber muss her. Aber es hat auch nichts geholfen. Oh, ich habe fast kein Mana mehr. Zaubere, zaubere. Bomb ihn in den Himmel. Oh, sehr schön. Jawohl. Da kamen da einfach Zweie. Habt ihr das gesehen? Hier vor allem die Reichweite. Das hast du sonst ja eigentlich schon ja, ne, gar nicht in irgendeinem anderen Spiel. Also quasi von ganz da hinten kam der angedackelt. Ja, quer über der Wiese. Als ob er ihm zugerufen hätte. Hey, hey. Ja gut, ich meine, ist ja eigentlich realistischer. Eigentlich müssten die sofort alle angerannt kommen. Ihr seid alle viel zu nervös. Ja, du hast die, Ruhe weg, du bist ja nicht der Heiler. Warum wackelt das bloß? Was ist los, oder wie? Oder was ist hier los? Das Auge flackert, der Finger zuckt bös. Ich bin nervös. Schade, dass wir nicht singen dürfen, Menno. Ja, sonst hätte ich das gesungen. Dann durfte ich das ja nur sagen. Seid ihr schon wieder fit? Jawoll. Wir sind ja nicht hier, um in der Sonne zu liegen. Wo ist denn mein Killmore? So, dann nehme ich jetzt halt mal die hier wieder. Aber diesmal metze ich den hinteren. Dann braucht der vordere nicht so weit zu laufen. Wir haben etwas mehr Zeit. Ach so machen die das jetzt. Aha, okay. Ja, der vordere bleibt stehen. Ja.
Von ganz hinten kommt dann. Ja, das ist schon klar. Mhm. Aua! Boah, der hat aber ordentlich reingehauen. Ich hab Schaden. Hast du denn dein Pet auf defensiv noch? Ja, ne? Ja. Soll ich das mal auf passiv stellen wieder? Ja, ist schon okay so. Aber ihr müsst jetzt bomben, sonst ist der andere gleich da. Ja, aber ich habe so viel Schaden gehabt und bin nicht geheilt worden. Ja, weil Kilmore die Agro hat, also brauche ich dich jetzt auch gerade nicht heilen. Naja, aber wenn ich schon so viel Schaden hatte, jetzt kommt der zweite. Aber den einen habt ihr erledigt. Hey, du faules Pet, heil den doch. Ja, ne, manchmal ist ja echt ein bisschen lahm. Ich glaube, das haben sie in späteren Versionen behoben. Habe ich doch richtig gesehen. Wurde der arme Brause gehauen. Er macht nichts. Oh, Ring of Blunts goes to Deutran. Tatsache. Ne, den kennen wir ja eigentlich schon. Ich tue ihn trotzdem nochmal da rein. Was habe ich denn so im Vergleich? Marina Ring, der ist eigentlich Consti 3. Der hat Stärke und Empathie. Brauche ich auch nicht so wirklich. Ne, ich habe lieber zweimal den Marina Ring. Der ist besser. Was ist hier mit Empathie nochmal? Welcher braucht denn hier? Der Drui. Bei den Hips? Der Drui braucht das. Der Drui, okay. Was sagt denn eigentlich unser Bonus hier? Lagerbonus? Ist schon so runtergegangen, dass wir vielleicht die Rassenseite wechseln? Der müsste noch hier 6.950 von knapp 50.000. Ja, ist nicht gigantisch, aber ist noch da. Wir haben ja noch nicht so viele hier gekillt, ne? Was? Aber wir können gerne mal rüber auf die andere Seite. Wieder ein paar Gales hauen. Ist nicht ganz so riskant. Hier ist wurscht, mich haben's gewählt. Alles klar, hier, zack. Er hebt und senkt sich beim Atmen immer. Das mache ich auch. Das hat aber gleich ein Ende. Weil ja, krieg Schaden. So, direkt hier ist der nächste. Da ist wieder ein Käfer. Das lassen wir aber lieber. Da ist auch Gandas. Ne, kann das Grab. Es läuft nicht weg. Der läuft zum Käfer hin. Ah, Mist. Dann machen wir erstmal da rechts die Fetch. So, damit gar nicht erst irgendwie Missverständnisse aufkommen. Ach. Aber Brause, jetzt hast du auch was gekriegt. Ein Kanelian. Weiß zwar nicht, wer das ist, aber klingt doch schön. Kann ich irgendwas für sie... Weiter hingegangen. Hier, der Gale ist wieder da. Den machen wir. Ja, dann nehmen wir den. Okay. Hier auf mich zaubern. Pass auf, ich laufe durch dich durch. Ich mache die fiesesten Tricks. Oh, und ich evade! Bin ich cool. Und schon ist er geplatzt. So, dann wieder in die Richtung, weil ich glaube, da hinten war keine mehr. Okay. Ich meine, die waren hier, wo dann auch die Damen sind. Da da ist sie doch. Dame auf. Ladies first. Ist die alleine? Dann laufe ich da jetzt direkt über die Kuppe.
Ja, ist alleine. Vergeude du mal ruhig deine Zeit mit Stun. Mich triffst du doch sowieso nicht. Da hinten steht ein Gale links von uns. Mhm. Bisschen rechts davon ist auch. Oh, Vorsicht, der da rechts, der ist lila und aggro. Oh ja, das ist ein C4. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Wir wissen nämlich nicht, wie schlimm die C4er sind. Ich lock mal einfach den Gale, lock ich da einfach mal raus. Also, wenn es mir dann gelingt. Ein Käfer rennt da auch noch rum. Der ist auch. Das kann jetzt einen Moment dauern. Ah, da kommt er. Ich laufe weg, damit er dann zu euch kommt. So, sehr schön. Passt. Badenbombe. Und ein Heal. So, da müssen wir jetzt einen Bogen machen und dann können wir uns den Gale da unten schnappen. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht da oben den Hügel noch ein bisschen abräumen können. Ich lock den wieder an. Dumm die dumm die dumm die die dumm die. Vorsicht, Gilmore, da ist der C4. Der Sapphire. Oder wie auch immer das dann heißt. Ich glaube, das ist Saphir, ne? Nicht C4. Das hat das dir aber gegeben. Ach, es ist nur eine Fleischwunde. Hier einmal Pflaster drauf. Pusten. Wieder gut. Ja, nice. Da unten läuft einer. Da oben läuft einer. Da ist der C4 da oben. Den lassen wir mal lieber. Ja. Nehmen wir den hier unten. Wir hüpfen durch das Gras, das macht uns ja so Spaß. Wow, der macht 5 Damage. Nicht schlimm. Wer macht 5 Damage? Ein Zauber, den ich hier noch habe, aus einer anderen Linie. Also irgendwie so ein Level 1 Zauber noch, ne? Ja. Episch. Rechts, der Arme. Hä? Ach, das andere rechts. Das stimmt, links vom Weg, ne? Wenn man in die Stadt läuft. Da steht am Berg noch ein Fitch und ein Gale, das geht. Na, Gale sind okay. Inzwischen. Früher waren Gale mal voll gefährlich. Mhm. Und die Distorter, an die sind wir gar nicht rangegangen. Das war ja auch noch eine. Kämpfen wir noch auf der anderen Seite der Hügel. Achso, ich dachte, auf der dunklen Seite. Nein, natürlich nicht. Habt ihr noch ordentlich Mana? Sonst mache ich mal den Song an. Disken wäre nicht schlecht. Ich sehe halt nur nicht, wie das mit der Endo-Situation ist, weil da immer noch der Bug drin ist, dass das nicht angezeigt wird. Hast du noch Endo? Filmo? Boah, das war ein fetter. Der bringt dich ja gleich um mit seinen Casts. Wechsel mal wieder. Oh, Galia, du hast jetzt auch einen Kanelian. Das ist ja schön. Und ich habe eine leere Kristallflasche. Gut, damit kann man Wasser schöpfen. So, aus der Richtung, aus der wir kommen, da könnten wir nochmal zurück und den Gilda killen.
Da war oder auch noch ein Fetch hier irgendwo, oder nicht? Oder wir laufen nach vorne und killen den Fetch, genau. Fetch me if you can. Ich hab ihn angezaubert und du den Ärger. Ich hab ihn ja auch angezaubert. Alles wunderbar. Da unten ist wieder eine Dame. Ja? Diesmal machen wir hier einen Schlafentrick. Ach toll, das hat ja super funktioniert. Unnötig bei unserem Killmord. Nur an den Käfer denken. Absolut unnötig. Der steht noch äußerst doch. Spendet ihr euch mal in Gruppen hier. Haben ja eh fast alle was abgekriegt. So, da hinten auf der anderen Seite ist wahrscheinlich wieder so eine Dame, ne? Ja, oder wir gehen über die Straße drüber. Wir sind ja schon fast in Turmnähe, ne? Ja, wir sind hier wieder quasi ganz am Anfang. Noch sieht man den Turm nicht, aber wenn man noch ein paar Schritte geht, dann müsste der unten irgendwo auftauchen. Guck mal, hier haben wir doch Geld. Ja. Und Fetch, aber leider ach, das grün. Sind die grünen Fetch. Nee. Das ist schon zu low. Wie bewähren wir uns, wenn ganz viele kommen? Ja, haben wir das jemals geübt? Das haben wir schon sehr oft geübt und wir haben uns nicht gut bewährt. Tja, wir können aber den roten Käfer dann mal machen. Okay, roter Käfer. Die Frage, wie kommen wir jetzt dran, ohne gleichzeitig noch die ganzen grünen... Lass uns die mal zuerst killen hier, so ein Fetch da, zack. Wir machen den Weg frei. So, jetzt müsste ich eigentlich dran kommen. Jawohl, Käfer kommt. Ich verstecke mich hier hinterm Stein und ihr habt Spaß mit dem Käfer. Rote haben wir ja heute schon zu Dutzenden erledigt. Sollte ja gar kein Problem sein. Hallo Braute. Ja, ich lasse Killmore ein bisschen Spaß mit dem Kill. Ist ja nett von dir. Ja, finde ich auch. Du bist ein richtiger Teamplayer. Ja. Jeder. Ich bin fast tot. Ja, ich tue, was ich kann. Ich musste gerade noch den Fetch, der da ankam, beseitigen. Ich habe gleich keinen Mana mehr. Käfer tot? Nee, noch ein Zehntel. Pet halt auch mit. Ich habe null Mana. Okay, noch. So. Oh, ja. GZ. Oh, Hilfe, ein Fetch. On the way. Ja, da hattet ihr ja beide euer Level up heute. Das ist super. Das heißt, wir sind jetzt alle... Wow. Richtig groß. Ja, was sind wir denn nur? 15 und 16, 15 ne? und 16. Das ist gut. Ja, mit 16, bekommen? Da darfst du schon bei den Kommunalwahlen mitwählen. Hm. Und ach, alle, ja. Wie wir hier stehen, wir dürfen jetzt auch noch in den Dungeon, nicht in Dungeon, in den Battleground. Ins BG, ja. Aber da waren wir ja letzte Mal schon und da war nicht so viel los. Mhm. Und wenn dann da mal viel los ist, gehen wir lieber so mit Level 19 oder so da rein. Ja, aber man kann ja beim nächsten Mal gucken, ob man da leveln kann. Je nachdem. Wenn Talarian da ist, müssen wir nochmal hier hin, in diese Gegend. Ich finde sie immer noch relativ ergiebig. Bringt uns immer noch an unsere Grenzen. Also es ist okay. Ja, ist ja auch noch ausbaufähig hier das Land. Ich meine, wir haben ja noch jede Menge rote und lilane und so. Das meine ich. Okay, hier eigentlich müsste diese Gale Senke noch. Auch mal... Ja? So hinter uns quasi ist so ein Gale. Ja, dann nehmen wir doch...
Ach, dieses Jahr bei den Bundestagswahlen dürfen das erste Mal ja die ganzen YouTuber wählen, ne? Die ganzen YouTuber dürfen wählen? Ja. Wer sind denn diese YouTuber? Leute, die YouTube-Videos machen? Sehr suspektes Völkchen. Machen, gucken, weil die ja alle nicht älter als 18 sind. Oder gerade älter als 18. Meinst du? Ja, meine ich. Ah, Mist, ich hab wieder Lecks. Vorsicht. Also ich glaube, da gibt es eine Menge Leute, die auch älter sind, ne? Nein. Oh, recht, eine Nein, Maid, alle auf Maid. YouTube sind. Oh jo. Also. Eine Maid, genauso sagten wir. Eine Maid. Holde Maid. Ich weiß Bescheid. Doch leider bringen wir Leid. Keine Freiheit. Pocket full of ray. Orange 20 blackbird. Baked in the pie. And when the pie was open, the bird began to sing. Da kommt nämlich auch so eine Maid vor. Ah, und 420 blackbirds. Genau. The maid was in the garden, hanging on the cloth, when down came a blackbird and pecked off her nose. Das ist ja blöd. Auf jeden Fall. Sicherlich wurde da von Alfred Hitchcock inspiriert zu den Vögeln. Vielleicht. Vielleicht hat das auch in seiner Kindheit gehört. Wie, Päuschen? Sollen wir am Ende des Tages sterben? Nein. Ne? Nein, natürlich nicht. Aber du willst gerne diesen Käfer da angreifen, ne? Ja, würde ich nicht. Ja, komm, dann machen wir das jetzt. Leute, komm, den Käfer. Aber pass auf, lass uns das bitte schlau machen. Fangt möglichst nicht so früh an zu bomben, weil wenn der euch haut, dann ist sofort mein Mana alle. Wenn der Killmore haut, dann hält mein Mana noch 10 Sekunden länger. Das heißt also möglichst lange. Soll ich dafür ein anderes Pad rausholen? Nee, gerade hierfür brauchen wir das Heilpad. Ah. Gerade hierfür. So, dann kommt mal ran. Jetzt wird's noch mal spannend gegen Ende. Also Killmore ganz alleine gegen diesen Käfer und wir in der Warteposition, bis du ordentlich Schaden gemacht hast. Stellt euch aber ruhig schon auf, bereit zum Bomben. Und wartet quasi auf das Signal. Ich sagte, stellt euch auf zum Bomben. Ja, ich nähere mich. Ich nähere mich immer so. Du bist... Aha. Gerade jetzt brauche ich 100% von euch und keine Faxen. So, Rause, komm rauf. Muss ich draufstellen hier auf ihn. Und jetzt bomben wir los. Geht's schon? Ist schon soweit. Okay. Weil sobald der erste von euch Aggro hat, ist der Spaß vorbei. Nämlich genau jetzt. Hey, ein Schlag noch, eine Bombe. Ja? Jawohl. Jawohl. Wuhu. Das habe ich genau ausgepeilt. Genau ausgepeilt. Was ein Glück. Oh Mann, nee, wir wollten noch wipen. Immer wenn wir wipen wollen, dann klappt es nicht. Nein, wir wollen gar nicht wipen. Da muss ich ja XP Erfahrungspunkte abgeben. 66.000 und immerhin 15.000 Lagerbonus. Also das ist schon deutlich. Gab ordentlich was. Ja. Aber ansonsten getroppt hat er, glaube ich, nichts. Aber ich habe jetzt doch einen Giant Beetle Leg Tipp. Und ein Giant Beetle Mandible oder Mandible? Mandible, glaube ich. Mandible. Ja, wenn wir alles zusammenpacken, kommt vielleicht ein halber Käfer raus. Und den verkaufen wir dann, lassen wir ausstocken. Ja. Ist bestimmt eine Rarität. Ich meine, so Sammler, die aufgespießte Insekten sammeln, soll es ja geben. Ich befürchte aber, der hat nur drei Beine. Wahrscheinlich. 6,56 Bubbles habe ich inzwischen. Das finde ich auch schon recht erfreulich. Wahrscheinlich müssen wir einen ganzen Haufen von den Käfern killen, bis es dann für einen reicht. Da ist noch eine Maid. Ja. Ich bin schneller. Aha, ich war schneller.
Aua, aber die hat sich ihren Zauber gemerkt. Das finde ich frech. Oh nein, ich hab Leck. Ich hab Leck. Nein, ich bin gestunt. Noch schlimmer. Mach dir keine Gedanken, ich bin ja da. Ja, dann ist ja alles gut, dann kann ja gar nichts mehr schief gehen. Das ist übrigens ein neuer Käfer. Ja, aber da müssen wir erst ein bisschen regenerieren. Regenerieren, okay. Oh, was ist denn da los? Hibernia have captured Dunn Krauchhorn. Ja, super. Mhm. Wie sieht's denn überhaupt aus so im Reiche? Hip, 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 hip. Wir haben unsere komplette Grenzländer. Die Midgarder haben ihre kompletten Grenzländer. Und bei den Alps, da sind ein paar Midgarder unterwegs. Okay. Pause. Kann das sein, dass dein Selbstbuff ausgelaufen ist? Genau. Das wäre aber unschön. Kann das sein? Dein Selbstbuff. Ja, deshalb bin ich gerade aufgestanden. Ach so. Irgendwie sehe ich gerade gar keine Zaubereffekte mehr. Ja, ja, ich habe auch mein Ally nicht mehr gesehen. Also, wenn der nächste Krieg tödlich endet, kein Wunder. Dann war es ein Bug auf jeden Fall. Komm hier, Käfer. Das ist der Abschlusskäfer. Ja. Die eine oder andere Art und Weise werden wir jetzt diese Aufnahme beenden. So. Killmoy ist in Position. Wo sind meine Caster? Die Caster. Rosebacke, Attacke. Ja, der steht schon hier. Ja, du sollst ja auf dem Mob stehen. So wie gerade. Ja, aber er hat doch noch... Nee, wenn ihr dann bomben sollt und du dann erst 5 Sekunden lang dahin laufen musst, dann ist es schon zu spät. Nein. Ja, doch. Selbst wenn ich 20 Sekunden zu spät komme, ist nicht zu spät. Ja, ich weiß, ein Zauberer ist nie zu spät. Bla, bla, bla. Jetzt kriegt er nämlich Haue. Wer hätte mal lieber noch ein paar Minuten... Ja, du hättest ja nicht bomben sollen, sondern nur dahin gehen. Ach, genau. Oh, Brause, oh, Brause, oh, Brause. Warte, vielleicht kann ich die Agro-Resetten nicht bomben. Nein, ich konnte nicht die Agro resetten. Bombt, was ihr habt. Bombt alles raus, was ihr habt. Jetzt gilt es, alles oder nichts. Brause, du hast Schnellzauber. Komm, einhau. Er hat doch gar keine Agro. Er kann doch in Ruhe einfach bomben. Ach, der kann in Ruhe zaubern. Ich bomb doch. Kann... Alles super. Warum bist du denn so nervös? Ist gar nichts Schlimmes passiert. Oh, alles besser. Oh, oh, oh. Wir müssen mal die Rollen tauschen. Ich spiele den Caster und du spielst den Baden. Würde ich mich hinsetzen und singen, ja. Und wir würden sterben. Und sie sterben vor meinen Augen. Das ist so, wir hätten ja nicht angreifen brauchen. Die haben ja selber Schuld, ne? Ich meine, wer Streit... Wer Streit sucht? Vollkommen richtig. Wenn ich mit dem Skateboard über der Autobahn fahre, dann muss ich dafür nicht wundern, wenn ich platt gefahren werde. Das ist so. Das Leben ist hart, aber... Ja. Live by the sword, die by the sword. Ja, meine lieben Freunde, dann sind wir jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Ja, versammeln uns zu einem schönen Schluss. Ich setze mich auch noch hier hin, so. Obwohl meine Kumpels hier die Knie geschlottert haben. Ja, das haben sie. Der Ellie muss ich noch setzen, die Ellie. Ellie McBean. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und tschüss.